Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Im letzten Part sind wir aus der Stadt rausgekommen und sind jetzt endlich wieder im Freien sozusagen. Das Problem ist, wir haben uns zwar für den Don entschieden, aber das heißt nicht, dass wir ihm schon beigetreten sind. Wir sind immer noch Schiffbrüchiger. Das heißt, wir sind immer noch praktisch ein Fraktionsloser und damit ein Gesetzesloser hier draußen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Ordenskriegern in die Hände laufen. Wieso speichere ich jetzt schon? Egal. Ich will das Zeug nicht nochmal einsammeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind irgendwo Feinde in der Nähe. Ich habe hier schon diese Geier da gekillt. Was ist das da? Ist das ein Item? Kann man das mitnehmen? Nein? Okay, cool. ja, ich habe hier schon ein paar Geier im letzten Part gekillt und befinde mich jetzt, glaube ich, relativ in der Nähe von dem eigentlichen Haupteingang. Es zeigt mir an, wenn hier Feinde sind, ne? Da hinten sitzt doch was. Ja, ein Seegeier. Ich habe aber kaum Leben. Ah, ich sollte mich wohl heilen. Habe ich Fleisch zubereitet im letzten Part? Das hatte ich nämlich, glaube ich, vorgehabt. Oh, shit. Okay, ich mache mal kurz Fleisch. Das habe ich vergessen. Weil wir wollen jetzt hier nicht... Wir haben hier überhaupt kein Wasserfass in der Nähe. Und ich latsche sicher nicht nochmal in die Stadt, um mich an einem Wasserfass zu heilen. Nee, ich mampfe jetzt ein bisschen Fleisch. Oh, guck mal, da gibt es sogar... Rezepte, cool, was? Wir sagen einfach mal, wir machen die Hälfte so ungefähr. Und dann haben wir was zu futtern hier. Und dann heilen wir uns mal kurz und dann machen wir die Seegeier platt. Lecker. Okay, können wir, das können wir doch bestimmt auf eine Schnellschaltfläche legen. Wo ist es denn jetzt hin? Da. Dann mampfen wir jetzt einfach kurz mit der 3 ein bisschen Fleisch. Das ist mir wieder halbwegs gut. Das Problem ist, davon muss ich auch verdammt viel essen, weil es geht zwar schneller als ein Wasserfass, aber es bringt genau gleich viel. Und wenn ich hier nicht unglaublich viel Fleisch sammle und so, dann ist das auch nicht gerade die optimale Strategie, sich zu heilen. Also früher oder später muss ich auf jeden Fall auf Heiltränke übergehen. So, auf jeden Fall war da vorne jetzt... Moment, wisst ihr, was ich noch mache? Besagte Heiltränke hier mal auf die 6 legen. Das ist eine Taste, wo ich nicht aus Versehen drauf komme. Und dann kann ich mich heilen im Notfall. So, den will ich mal kurz platt machen. Das macht nicht so viel Schaden, wie ich erhofft habe. Oh, das war ein Fehler. Okay, sehr gut. So, was bewachst du denn hier? Ist das ein Grab? Warte mal, ich nehme erstmal das Stuff mit. Wir werden uns wahrscheinlich in diesem Part ausschließlich durch die Wildnis zurückprügeln. Namenloser... Ein Grab. Ja, namenloser Dieb. Wir buddeln den mal aus. Ja, hier ist was vergraben. Eine Leiche ist hier vergraben. Er findet ein Grab und sagt, oh, hier ist was vergraben. Wow, unglaublich. Ist einfach ausbuddeln, so whatever. So, was finden wir denn da Tolles? Ich glaube, das ist eventuell gar kein normales Grab, sondern einfach nur ein vergrabener Schatz von irgendjemandem. Da gibt es nämlich ein paar in diesem Spiel. Ah, guck mal, die Leiche ist truhenförmig. Ohne den richtigen Schlüssel. Ach, verdammt, okay, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, das ist eine viel spätere Quest. Ich glaube, das können wir jetzt absolut noch nicht nutzen. Ich meine, klar, wir haben den Schlüssel nicht, also können wir es sowieso nicht nutzen. Da passt es, ich glaube, nicht dazu. Ich kann nicht springen, wenn ich die Armbrust gezogen habe. Ist ja doof. So, hier sind nämlich nochmal 2 von denen. Und da hinten ist eine Stachelratte, die hier vorbei buset. So, kommt her, ihr Penner. Ja. Schade. Das ist das Problem. Er macht immer noch diesen scheiß Konter-Move manchmal. Ja, hier, was soll das? Au. Ich habe verlernt, wie man kämpft. So. Bisschen viel Leben verloren. Und da ist auch der Eingang. Ich speichere hier kurz, weil ich bin mir sicher, dass wenn ich da hinlaufe, dass die mich verkloppen. Ich laufe einfach gar nicht erst hin. Ich weiß, dass es der Fall ist. Ich bin immer noch ein Gesetzloser. Oh, eine Leiche. Okay. Okay. Stuff. Sehr schön. Wir haben mittlerweile wieder fast 3000 Gold. Was heißt wieder? Ich weiß nicht, warum ich wieder gesagt habe, aber wir haben 3000 Gold fast. Okay, hier ist nichts mehr versteckt. Da hinten sind noch Stachelratten. Die sind erwachsen, oder? Werde ich nicht one-hitten können, aber ich glaube, ich mache einiges an Schaden. Naja. Jetzt kommen sie alle. Na super, ich habe mich nicht geheilt. Au. Aber ich habe gespeichert, immerhin. Au. Ich
Okay. Okay, die haben mich nicht bemerkt, das ist gut. Okay, also viel Schaden machen sie mir zum Glück nicht. Ich nehme an, dass das an dieser Rüstung liegt, die ich damals vor sehr vielen Parts geklaut habe. Jetzt hier noch irgendwas. Da ist, glaube ich, so eine Art Geschicklichkeitspilz. Wichtelkappe. Ja. Die gab es bei Grafik 1 auch schon, ich erinnere mich. So, okay. Jetzt dürften wir aber demnächst wieder an der Stelle sein, wo wir schon alles abgegrast haben an Feinden. Also viel dürfte mich hier jetzt nicht mehr erwarten. Ich glaube, es lohnt sich nicht mal wirklich, mich zu heilen. Ich habe auch nicht so viel Fleisch jetzt gerade noch dabei. Und ich habe keine Lust, jetzt schon auf Heiltränke überzugehen. Aber bald sollte ich das tun, denke ich. Oh je, ich hoffe, das klappt. Erstmal speichern. Ah. Vielleicht kriege ich zwei Schüsse hin. Ja. Oh, nein, vergiss es. Hab nichts gemacht. Ah. Okay. Jetzt hat er mal glücklicherweise nicht pariert. Ich habe irgendwie versucht, ein paar Tasten zu smashen, während er geblockt hat. Damit er diese Parieraktion nicht bringt. Gut. Ich sehe schon wieder... Was ist denn hier los? Habe ich die echt alle noch nicht gekillt? Das sind so viele. Außerdem war da doch noch eine Schatztruhe, die ich gesehen hatte, aber glaube ich noch nicht ausnehmen konnte oder wollte. Ja. 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 Na komm her. Es klappt viel besser. Ich muss die Viecher einfach einmal blocken, dann sind sie verwirrt. Okay. Hier könnte hinter jeder Ecke irgendwie ein Feind lauern, der mich fast one-hitten kann, weil ich mich einfach nicht heilen will. Aber keine Lust habe, weil ich glaube, dass ich bald durch bin mit Kämpfen. Ich glaube, es geht schon noch ein bisschen, bis ich hier alle Viecher gekillt habe. Oh je. Oh je, Seegeier sind aber gefährlich. Vor allem zwei auf einmal. Aua. Ja. Oh oh. Ja. Ja. Okay. Das war Parry. Ohne Grund. Und schon wieder. Jetzt könnt ihr euch mal entscheiden hier. Okay. Komm her. Ich mache hier meinen Tanztricks, Moves. Ja, hallo. Da hinten ist ein Keiler, da muss ich aufpassen. Die sind, glaube ich, noch relativ stark. Vor allem, weil ich kein Leben habe. Aua. Oh je. Oh je. Oh je. Okay, das war nix. Ich sollte mich doch mal wieder heilen, glaube ich. Ich glaube, ich spiele hier gerade irgendwie zu mutig. Ich weiß nicht mal warum. Ich meine, hier sind auch voll viele Feinde vor mir. Ich sollte einfach kurz das ganze Fleisch wegfuttern und hoffen, dass ich da noch genug habe, ohne dass ich noch einen Heiltrank nehmen muss. Und wenn ich einen nehmen muss, ist es halt so. Ich habe ja fast 30 Stück. Ich meine, wir sind ja nicht in Krieg im Norden oder so, wo ich... Oh nee, nach denen habe ich nicht gespeichert. Scheiße. Wo ich unendlich viele Heiltränke haben wollte, damit ich mehr habe als alle anderen. Und dann verliere ich sie einfach, indem ich... Wieso rede ich eigentlich drüber? Das ist 6 Jahre her. Und dann verliere ich sie einfach, indem ich sie Leon schenken will. Und dann verschwinden sie und buggen sich weg. Au. Ja, ich rede drüber, weil ich gerade erst die Best-Offs hochgeladen habe. Und dazu musste ich alle Videos nochmal gucken. Also weiß ich... Aua! Also weiß ich, was da noch passiert ist. So. Mann. Die hätte ich jetzt auch speichern können. Kannst du sie mitnehmen? Nee. Okay. Ich lasse mein Leben jetzt mal so, also ein bisschen mehr als halb voll. Ich bin zu faul jetzt. Na gut, ich bin nicht zu faul. Ich habe nur keinen Bock, gar kein Fleisch mehr zu haben. Ach, jetzt ist der einfach gedodged, aber ich habe den heftigen Schlag getroffen. Alter, wieso seid ihr jetzt so viele? Wieso waren es vorhin nur zwei? Das gefällt mir gerade wenig. Oh oh. Nein, wir speichern das jetzt nicht. Oh oh. Au! Jetzt, Mann, hör auf zu dodgen! Au! Okay, das hat getroffen. Komm, ein Schlag noch. Aua, nicht auf mich, ein Schlag gegen dich. Okay, alles klar, hat funktioniert. So, sehr gut. Einen sehe ich noch. Und hier so ein cooles... Nee, nicht das. Das ist langweilig. Das da.
Heilwurzel. Achso, okay. Das ist nur einfach eine sehr starke Heilung. Okay, ich futter mal ganz kurz ein bisschen Fleisch. Lauf dabei im Kreis. Und das wär's mit meinem Fleisch schon wieder. So, der Keiler, ich glaube, der ist noch zu stark für mich. Ich glaube, ich warte mit dem mal noch ab. Ich habe hier irgendwie schon genug Stress mit den Seegeiern. Obwohl die... Oh je! Oh je! Ich dachte, er wäre tot. Au. Jetzt hat er mich doch nochmal geschlagen. Die Seegeier machen mir leichte Probleme noch, weil ich halt überhaupt keine gescheite Rüstung habe. So, jetzt ist die Frage, wohin? Ups. Okay, ich weiß nicht mehr, ob hier noch was ist. Normal würde ich den anderen Weg gehen. Okay, das sind zwei Stachelratten, die sind easy. Ah, nicht wenn man so schlecht ist. So, schon besser. Okay. Ja, wir sollten natürlich noch so viel Erfahrung wie möglich hier mitnehmen. Die werden wir früher oder später auf jeden Fall brauchen. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Muss ich auch mal kurz gucken. 15 habe ich noch. Und da oben war dieser Schatz, den ich gesehen habe, wo ich mich aber noch nicht hingetraut habe. Automatisches Speichern. Why? Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall den Rundlauf gegangen. Hier war ich mit dem Typ, glaube ich. Wow! Achso, ist nur ein Wolf. Die können ja nichts. Aber der ist sogar hungrig. Das heißt, er stirbt schnell. Zack. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lade nach, lade nach, lade nach, lade nach. Lade nach. Ah! Oh mein Gott. Voll in die Fresse. Holy shit, das war ein guter Schuss. Hui. Habe ich eigentlich alles gekauft, womit man Viecher ausnehmen kann? Ja, ich glaube. Scheiße, das habe ich irgendwie vergessen. Ich kill noch kurz die zwei Seeadler. Ich glaube nicht, dass die einen großen Unterschied machen. Seegeier, sorry. Aber dann mal einen kurzen Cut und laufe nochmal in die Stadt zurück, um zu gucken, ob ich was vergessen habe. So. Weil dann habe ich hier den Rundkreis gemacht und dann ist es egal, wo ich hingehe. Zumindest glaube ich, dass ich laufe kurz mal in die Richtung, weil da würde ich jetzt eh hinlaufen. Und danach machen wir dieses Plateau da sauber. Ich hoffe, ich habe hier echt... Ich habe das nicht vergessen. Gut, ich speichere an der Stelle kurz und mache einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, ich muss den Save überschreiben. Okay, bis gleich. Okay, ich schalte hier nochmal kurz rein, weil mir zwei Sachen aufgefallen sind. Zum einen gibt's was, was ich vergessen habe. Zum anderen bin ich noch ein bisschen weitergelaufen und kann das hier noch mit Josh reden. Ich habe Jacks Truhe geplündert. Na siehst du, es lohnt sich mit mir zusammenzuarbeiten. Und dafür habe ich noch ich will was trinken. 50 Erfahrung was bekommen. Was darf's denn sein? Der verkauft tatsächlich nur Trinken. Nee, ich habe bei dem einen Typen hier was vergessen. Und zwar verkauft er tatsächlich Sachen, mit denen man ich brauche ein paar Sachen. Ein Viech ausnehmen kann. Und zwar der Stachelbrecher. Das ist ausgerechnet auch noch etwas, was mir was genutzt hätte. Weil ich einfach ganz schön viele Stachelratten gerade gekillt habe. So, jetzt würde ich schon umsonst bekommen. Aber ich verkaufe dir noch ein bisschen mehr Kruscht. Denn ich habe zu viel Schrott, by the way. Die Perlenkette habe ich zurückgeklaut, die behalte ich aber mal. Ich behalte hier mal die meisten Sachen noch kurz. Zumindest... nee, die Perlenkette brauchen wir, glaube ich, nicht mehr als Quest. Das war gerade die, bei der ich die Quest gebraucht hatte. Und ja, da hatte ich sie dann verkauft gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe hier so viel Zeug, ne? So viel fucking Zeug, doppelt und dreifach. Das habe ich schon, ja. Ich glaube, die Heugabel brauche ich gar nicht. Ich glaube, auch die Besen brauche ich nicht. So wie die Säge und dieses Messer. Und, wow. Und die Laute. Ich kann das nicht spielen, da bin ich zu unfähig für. Genauso der Fiedelbogen brauche ich auch nicht. Fünf Flöten. Dann gibt es hier noch Rohlinge, die ich nutzen kann, um Waffen zu schmieden, die ich verkaufen kann. Die Beutel kann ich noch öffnen, das kann ich gleich machen. Genauso die Muschel. Alles, was rot unterlegt ist, brauche ich für Dings. Alter, ich habe was rund unterlegt ist, kann ich für Goldschmiedekunst benutzen. Ansonsten noch... Alter, so viel Kruscht. Flügel. Ich mache hier gerade so viel Kohle, weil ich das einfach erst jetzt verkaufe. Und ich muss die ganze Zeit runterscrollen für den Scheiß.
Das hier ist, glaube ich, Schrott. Diese Kerzenleuchter. Das ist wirklich alles nur zum Verkaufen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle ich gerade mache. Die Schlüssel behalte ich einfach, aber die Rezepte, die ich doppelt habe, brauche ich nur einmal. So, ach du Scheiße, fast 1000 Münzen. Und ich habe noch nicht die Muscheln und Geldbeutel geöffnet. Ja, dann gibt mir 869 Gold dafür. Ich bin gerade richtig reich. Des Weiteren will ich das hier kurz öffnen, während ihr dabei seid. Dann habe ich das nämlich auch gemacht. Und zwar ein ordentlich gefüllter Beutel gibt 50 Goldmünzen. Im Verkauf gibt er nur eine. Ein schmaler Beutel wiegt nicht viel, gibt 25 Goldmünzen. Ein kleines Beutelchen gibt auch 25. Die Muscheln haben mir alle nichts gebracht. So, und jetzt würde ich am besten nochmal cutten. Aber bevor ich das tue, ich habe im Händlerviertel noch nicht nachgeschaut. Dafür cutte ich auf jeden Fall. Dann sehen wir uns wahrscheinlich dann an der Stelle wieder, wo ich vorhin geschnitten habe. Aber bevor ich das tue, gehe ich noch ganz kurz zu Costa. Lass uns handeln. Und guck, ob der auch noch was hat. Der hätte einen Heiltrank. Also nichts Nennenswertes. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, ah doch, Elias noch. Lass mal deine Waren sehen. Der hat auch nichts. Okay, also ich gehe jetzt noch ins Händlerviertel, aber ohne euch. Oh, genau, ich benutze das Wasserfass, wenn ich schon mal hier bin. Und dann gehe ich ins Händlerviertel, aber ohne euch. Und wenn da nichts zu finden ist, sehen wir uns draußen wieder, wo ich vorhin gecuttet habe. Also bis gleich. So, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe übrigens gerade gleich noch hier gesehen, dass ich hier noch einen Heilgrad vergessen habe. Und ja, ich habe jetzt dieses Stachel-Igel... Wie heißen die Viecher? dieses halt hier Stachelabreißenteil gekauft. Leider ist mir jetzt halt eine Menge Geld durch die Lappen gegangen, weil ich es viel zu spät gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ich die vielen Krallenfalter da schon gekillt kriege, ehrlich gesagt. Bin ich mal selber gespannt. Ich erinnere mich an die... Ach du Scheiße, verlieren die wenig Leben. Keine gute Idee. Okay, das laden wir gleich. Außer ich gewinne den Kampf. Unwahrscheinlich des Todes. Aua. Au. Wo schlag ich hin? Einen habe ich gleich. Nee. Da brauche ich nicht mal Strategie. Ich habe einfach keine Chance gegen vier von denen auf einmal. Und ich mache denen null Schaden. Das ist ja fast so schlimm wie der Meute Keiler. Apropos Keiler, ich glaube, ich überlege mir, ob ich zumindest die, die einzeln sind, vielleicht doch einfach mal bekämpfe. Vielleicht schaffe ich es ja. Aber die Viecher da oben, die kriege ich jetzt noch nicht platt. Die mit den Truhen und allem. Gut, ich denke, dann hätten wir jetzt genug Kampf gehabt. Ich denke, wir können jetzt den Weg zurückgehen. Und, zum Don gehen und uns dann der Fraktion anschließen. Was ich noch tun kann und möchte und muss, ist außerdem darauf achten, wo hier überall Erze zu finden sind, die man schürfen kann. Ich weiß, dass ganz am Anfang welche waren, die ich mit Absicht oder eher, ja, weil ich keine Wahl hatte, übersehen habe. Was steht ihr da oben? Euch mache ich gleich mal kurz kalt hier. Kalt. Okay. Oh, das sind einige. Einer weniger. Zwei weniger. Was ging... Wo kommst du jetzt her, bitte? Tja. Hallo? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. What the fuck? Unfair. Ich hatte volles Leben, du Drecksvieh. Jetzt verarsch mich nicht. Und mein Dude soll aufhören zu parryen. Oh, das hat er geparried irgendwie. Okay. Meine Fresse, ey. Ja, als nächstes machen wir uns mal Geflügelfleisch hier. Jetzt wisst ihr, jetzt habe ich endlich dieses Stachelabnehmen-Ding und jetzt gibt es keine Stachelviecher mehr. Jetzt habe ich die schon alle gekillt. Und danach fällt mir ein, ach ja, ich würde dir die Stachel abnehmen können hier. Oh, hallo. Jetzt kommen halt nur die ganzen dummen Seegeier. Au. Okay, der hat auch so ein Geschicklichkeitsding. Die sind an sich recht nützlich. Also man kann sie pur essen, wenn man möchte. Wenn man sie irgendwie brauchen sollte. Was bei mir jetzt natürlich noch lange nicht der Fall ist. Denn ich habe noch nicht mal einen besseren Bogen als den Standardbogen. Abgesehen davon, dass ich dauernd die Armbrust benutze, weil ich dafür diesen Ring habe und die damit mehr Schaden macht. Und außerdem macht sie allgemein mehr Schaden, aber braucht halt viel länger zum Nachladen. Deswegen ist die in dem richtigen Kampf in meinen Augen relativ nutzlos. Aber für so einen First Hit ist die sehr praktisch. Oder gerade diese hungrigen Wölfe kann man damit super one-hitten. Aber früher oder später kann man sich diese Pilze einfach einverleiben und dadurch Geschicklichkeitspunkte bekommen. Man braucht halt 5 davon für einen Punkt. Oder aber man lernt, wie man die Geschicklichkeitstränke macht. Dazu braucht man aber relativ hohes Alchemie-Level. Also wahrscheinlich 3, wenn ich mich nicht irre. Und eventuell soll ich das irgendwann tun.
Ist was? Nee. Eventuell soll ich das irgendwann tun. Ich denke, ich mache noch ganz kurz diese Schürfungen, bevor ich zum Don gehe. Da gab es eigentlich nicht viele. Ich glaube nur 2 oder 3. Und den Keil lasse ich dennoch kurz in Ruhe. Aber bald sollte ich den mal machen. Ich denke, sobald ich mich in der Fraktion angeschlossen habe. Ich habe ja da eh sowieso, ich habe sowieso diesen Safe. Moment. Ich habe ja diese an dieser Stelle gespeichert, wo, bevor ich mich irgendjemand angeschlossen habe. Das heißt, da wollte ich so weit kommen, wie es geht, ohne dass ich... ohne dass ich... Ich gehe da runter. Alles zweimal machen muss. Und... da wollte ich ja so viel erreichen, wie es geht. Aber da sind wir jetzt drüber hinaus. Deswegen ist alles, was ich jetzt mache... alles, was ich jetzt mache, muss ich eh zweimal machen. Wieso habe ich den Weg vorher nicht gesehen? Das heißt, ist egal, wann ich mir die Keiler vornehme. Ich wollte es alles so früh wie möglich tun, damit ich es eben nicht mehrfach machen muss, aber... da sind wir jetzt drüber raus, denn ich werde mich nicht mehr der Inquisition anschließen mit diesem Safe. Also wenn ich es ausprobieren will, wie sich die Inquisition spielt, beziehungsweise wenn ich es euch zeigen will, dann mache ich das mit dem Safe, wo ich noch nicht den Banditen des Don in der Hafenstadt geholfen habe. Sondern... Okay. Sondern erfülle die Aufgaben halt gemäß der Inquisition, was in meinen Augen überhaupt nicht passt. Du bist ja immer noch hier, was geht denn? Du siehst gut aus. Dankeschön. Ja, soweit ich mich erinnere, was ziemlich sicher korrekt ist, wird die, sobald Kapitel 2 anfängt, abgeholt von dem Typ. Okay, gibt's wirklich nur diese eine Schürferstelle hier, die in der Höhle war? Ist das das Einzige? Ich meine, ich brauche jetzt nicht ins Wasser fassen, denn ich bin ziemlich sicher, dass ich schlafen gehen werde, bevor ich wieder in Kampf ziehen muss. Ich bin gerade echt nicht sicher, aber war hier nirgends was zum Schürfen? Scheint nicht so. Also Schürfen ist früher oder später auch extrem wichtig, gerade für die Schmiederohlinge. Wenn ich jetzt nämlich die nächste Stufe haben will, das wären Bastardschwerter, dann bräuchte ich dafür auch erstmal einen Rohling, sonst bringt das gar nichts. Und die normalen Stahlrohlinge kann man nicht zu Bastardschwertern umwandeln. Das sind einfach nur die stinknormalen Schwerter, wie ich jetzt eins habe. Das heißt, ich brauche ein Bastardschwert-Rohling, damit ich ein Bastardschwert herstellen kann. Das sind also speziell angepasste Waffen immer. Da geht's rein. Da dürfte... warte mal, wir machen es anders. Wir gehen unten rum, wir gucken uns alles nochmal am Strand an und gehen dann da... durch die Höhle nach oben. Der Part könnte jetzt wieder ein bisschen länger dauern, als ich geplant habe, weil ich jetzt das hier noch kurz fertig machen will und dann bis zum Don laufen will in diesem Part und dann im nächsten Part mit dem Don reden und mich höchstwahrscheinlich dann der Fraktion anschließen kann. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwie am Strand noch irgendwas zum Schürfen ist. Nur in dieser einen Höhle, wo die Gnome waren. Diese Rolle ist lustig. Sie bringt halt eigentlich so gut wie gar nichts, weil ich glaube nicht, dass ich hier wirklich Fallschaden bekommen hätte. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass hier nirgendwo was versteckt ist. Aber ich schaue mich trotzdem ganz kurz um. Es ist ja nur ein bisschen Rumgehüpfe. Ich weiß ja, wie die ganzen Dinger aussehen. Das heißt, ich müsste sie eigentlich relativ schnell entdecken, falls hier irgendwo was ist. Aber es scheint wirklich nur in dieser Gnomenhöhle zu sein. Ich weiß aber, dass mindestens eine Schürfstelle im Sumpf ist. Und zwar direkt da, wo der erste Jäger rumchillt. Direkt neben dem. Da, wo dieser eine, wenn man ihn Sumpfhai nennen will, oder wie auch immer die Viecher heißen, da, wo der halt gechillt hat, der extrem verrückte Quest-Sumpfhai. Oh Mann. Ich muss hier irgendwie dieses Rumgehüpfe untermalen mit irgendwelchen Schwachsinnsgelaber, aber es passiert halt nichts. Okay, wir gehen in die Höhle, da ist auf jeden Fall was zum Schürfen. Dann können wir zum ersten Mal schürfen. Vielleicht kriegen wir wieder ein Achievement, weil ich schon das 100. Mal schürfe und es jetzt Achievements gibt. Okay.
Ich glaube, es war eine ganz gute Idee, die Heiltränke ein bisschen weiter wegzulegen. Ich erinnere mich daran, dass ich einen Heiltrank aus Versehen getrunken habe und alles nochmal geladen habe, deswegen. Beziehungsweise, ja, nee. Das war mit der Moorleiche, glaube ich. Da habe ich mich vorher mit dem Wasserfass geheilt. Dann habe ich einen Schuss abgegeben und dann habe ich irgendwie einen Heiltrank getrunken. Weil hier ist die Stelle, wo es damals abgestürzt ist. Okay, alles gut. So, da ist Eisen. Endlich mal schürfen hier. Aber man sieht es echt nicht so gut, wie ich gedacht habe. Das hat sich gelohnt, nichts zu holen. Okay, ich glaube, mehr kommt nicht raus. Da muss man wirklich genau aufpassen, dass man das nicht übersieht. Ich hoffe, das war jetzt die einzige Stelle, wo was war. So, dann gehen wir jetzt zum Don. Und sobald wir vor Don seiner Tür stehen, können wir den Part beenden. Beziehungsweise, ich hole noch kurz dieses eine Erzstück. Ich glaube, mit 5 Eisenerz kann ich schon einiges anfangen. Oh, ich habe 10 sogar. Ich glaube, da könnte ich vielleicht sogar ein Bastardschwert. Muss ich mal gucken, wie viel ich da brauche. Ich werde das gleich am nächsten Part am Anfang gleich rausfinden. Beziehungsweise, ich könnte auch einfach sagen, ich beende den Part direkt, sobald ich im Sumpf bin. Jetzt passiert eh nichts mehr. Ich laufe jetzt einfach nur noch in Richtung Jäger. Und da kann ich den Part dann beenden. Wir wollen ja nicht, dass er zu lang für euch wird. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwo was gibt. Das heißt, wir laufen jetzt kurz in die Richtung, aber da ist nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur noch ein Marschiere jetzt. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, ich laufe hier einfach weiter. Und wir sehen uns dann einfach, sobald ich beim Sumpf bin, im nächsten Part. Und falls noch was passiert, sehen wir uns gleich nochmal. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.